Willkommen zurück in einer neuen Archivaufnahme im Jahre 2356. Wir wollen natürlich hier noch die Botschaft des Kaiserreichs Elysia vollständig noch vortragen, was uns hier geschickt wurde. All unsere Bürger haben ihre Neuralmuster mit minimalen Datenverlusten in neue synthetische Inkarnationen hochgeladen. Diese überlegenen Körper werden uns viel bessere Dienste leisten als die Fleischkonstrukte, die wir zurückgelassen haben. Bitte ängstigt euch nicht, ob unserem neuen Äußeren. Wir mögen jetzt zwar stärker, schneller, intelligenter und immun gegen das Altern sein, aber seid euch gewiss, dass wir immer noch dieselben Wesen wie zuvor sind. Ihr seid quasi Übermenschen. Faszinierend. Wir haben uns jetzt Metamenschen genannt. Ah. So, wir könnten Megastruktur-Restaurierung machen. Ich glaube, da haben wir doch sogar was wir machen. Das machen Übrigen, wir mal. Im Übrigen haben uns die Sithian Watchers jetzt auch noch eine Nachricht gegeben als Reaktion auf das hier. Dass ihr eine verdorbene Spezies seid, war uns nicht unbekannt. Aber eure letzte Tat des Irrsinns hat selbst unsere schlimmsten Befürchtungen übertroffen. Unvollkommene Kopien eurer Gehirne anzufertigen und diese in mobile synthetische Behälter zu stecken, ist nicht dasselbe, wie eure Essenz in einen neuen Körper zu transferieren. Das nämlich ist unmöglich. Eure Seelen sind für immer verloren. Ist euch überhaupt das Ausmaß eures Fehlers bewusst? Eure naturgegebenen Körper zu vernichten, war nichts anderes als der kollektive Selbstmord eurer gesamten Spezies. Für euch gibt es nun wahrlich keine Hoffnung mehr. Abergläubische Narren. Das ist aber höchst beunruhigend, da die werten Sithian Watchers an unserer Grenze liegen. Vielleicht sollten wir dann doch ein Beispiel uns an diesen mächtigen Wächtern nehmen. Interessanterweise wurden alle unsere Subspezien, die wir noch hier hatten, wurden ebenfalls in Roboter verwandelt. Also es gibt jetzt keinen Spezienunterschied mehr. Ja, noch gebaute Roboter und uns selbst natürlich. Aber um ehrlich zu sein, gefällt uns dieses Aussehen dieser Körper noch nicht so ganz. Da muss noch einiges abgeändert werden. Wir haben leider immer noch nicht die Technologie psionische Theorie erforscht. Das ist sehr schade. Wir würden gerne eher uns den Sithian Watchers anschließen. Das finden wir sehr interessant, die Wege der Spiritualität, auch wenn wir sie bis jetzt nie hatten. Wir haben davon so viel gehört. An unseren Grenzen. Oh, eine Senatssitzung. Das breite Schild widerrufen. Von den Terranern wurde das angebracht. Das breite Schild, ist das nicht etwas Sinnvolles, das uns schützt? Ja, es ist ein breites Schild. Aber wieso unterstützen sie dann, dass das wieder widerrufen wird? Das wusste ich gar nicht, dass wir das tun. Sollten wir nicht dafür sorgen, dass das uns weiterhin schützen kann? Was bewirkt denn das breite Schild? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir doch mal bei Beschlüsse nach. Hier. Diplomatische Bedeutung von Flottenstärke plus 20%, Flottenkapazität plus 10%, Unterhalt der Schiffe plus 5%. Ich finde das sehr sinnvoll. Deswegen werde ich gegen diesen Vorschlag der Terraner stimmen. Aber es geht aktuell nicht. Doch, jetzt geht's. Das breite Schild, ach da. Wir haben es Ihnen gerade vorgelesen. Ja, aber wir wollen das nochmal uns wirklich zu Gemüte führen. Das waren genau diese drei Sachen. Aber gut. Aber gut. Ich liebe Demokratie. Absolut, es gibt nichts Besseres. 80.000 zu 9.000 Stimmen. So, wer von Ihnen möchte ein Feuerwerk sehen? Wir. Gerne. Dann schaut mal in unser Heimatsystem. Da haben wir jetzt die Mutter aller Kanonen auf eine Reise geschickt. Wir versuchen es. Was haben wir denn hier? Ein Koloss? Das ist aber ein kleines... Oh mein Gott. Was macht ihr damit? Wesen. Welten aufbrechen. Oh mein Gott.
Natürlich fürs Erste nur karge Welten. Das ist der erste Test. Sie meinen, dieses Gerät soll einen gesamten Planeten zerstören können? Das Ja, ist ja zumindestens. Todessterntechnologie. Was? Was Wir denn los? kennen das glaube ich erst, wenn ich das sehen kann. Einige Dann unserer schauen Menschen Sie zu. hatten bei ihrer Entführung solche altmodischen Scheiben dabei, auf denen man einen Film abspielen konnte, der sich Krieg der Sterne nannte. Sie Und haben auf schon vor diesen. kurzem davon geredet. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was das sein soll. Ja, das ist uns bewusst, aber System Survey concluded. nun, bei uns geht nun die Falscher Angst Planet. um. Zu welchem Planeten reisen Sie denn? Asrov 3 soll jetzt aufgebrochen werden. Wieso denn nicht Asrov 1? Der ist näher. Es ist egal, welchen Planeten wir aufbrechen. Es geht nur darum, Ah, da ist ja dass. Asrov 3. Alles Sorry. gut. Dann jetzt sind wir jetzt mal höchst gespannt, muss ich sagen. Denn ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Die wir. Waffe lädt sich jetzt natürlich erst eine Weile auf. Ja, dass wir hier imstande sein können, mittlerweile mit unseren Technologien einen ganzen Planeten zu zerstören. Ich kann es mir nicht vorstellen. Schauen wir, was geschieht. Ah, eine neue Tradition. Ich finde es interessant, dass die Umwandlung unserer Spezies in Roboter kein massives Defizit in Mineralien nach sich zieht. Was ich mich jetzt frage, braucht unsere Spezies überhaupt noch Nahrung? Eigentlich ja nicht. Vielleicht Ja. haben sie Spaß mit Nahrung, Kunst machen, vielleicht machen sie Kunst damit. Wer weiß. Kunst mit Nahrung, wie soll denn das aussehen? Es gibt so viele verrückte künstlerische Auslebungssachen, glauben Sie mir. Bei einigen hedonistischen Feiern habe ich so einiges schon gesehen. Ach du lieber Gott, was geht denn bei Ihnen ab? So, die Waffe ist feuerbereit. Oh, dann wollen wir natürlich dieser Demonstration beiwohnen, sind natürlich sehr gespannt, wenn auch etwas, nun, zurückhaltend. Respektvoll. Respektvoll. Du meine Güte. Das ist ja ein riesiger Laser, der da entsteht. Moment, über welchen Planeten gleich? Asrov 3. Rechts von der Sonne. Links. Oh mein Gott. Abschuss der Waffe fertig in paar Sekunden. Und Kaboom. Oh mein Gott. Der ganze Planet. Er fällt tatsächlich auseinander. Sämtliches. Ach du Schande. Oh, wir sollten mit unserer Sonde etwas zurückgehen. Hi. Du meine Güte, er ist zerstört. Unfassbar. Das ist doch unmöglich. Solch ein technologischer Aufstieg in solch kurzer Zeit? Es müssen die Wesen dahinter stecken, die uns alle entführt haben. Das Herr können sie Kuplika, nicht selbst gelernt haben. wir sagen es ungern, aber wir können das auch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Auch solche Waffen bauen. Ja. Nur leider hatte diese Oh, die psionische Zerstörung. Theorie. Entschuldigt. Nur Was haben Sie leider hatte gesagt? diese Zerstörung nicht ganz den Effekt, den wir uns gewünscht hätten. Wir hatten nämlich gehofft, Mineralien aus diesem Planeten zu erbeuten, aber das hat nicht funktioniert. Vielleicht müssen Sie weitere Tests durchführen. Ja, da sind wir dabei. Föderationsassoziationsangebot Singularity zu Rotak, das ist überhaupt nicht gut. Waren die nicht mal in unserer Wir haben jetzt mit beiden Assoziationsstatus? Achso, zu Assoziations. beiden? Nee, bei Nein. uns nicht mehr. Bei uns nicht Bei mehr. uns nicht mehr. Und zwar wegen der Union der Gaianer. Unfassbar. Bei uns sind sie sogar freundlich gegenüber gesinnt. Wir haben sie inzwischen rivalisiert. Wieso? Die Rotak. Das ist ein so riesiges, mächtiges Reich. Die Rotak haben hier im Norden die ganzen Steinwesen integriert. Wir brauchen die Rotak auf unserer Seite, wenn wir eine Diese Chance haben sollten. Rivalisierung beruht aber auf Gegenseitigkeit. Sie haben uns zuerst rivalisiert. Ja. Warten Sie nur auf den Tag, wo die Rotak-Republik in die südliche Föderation eintritt. Dann ist Sollen sie alles es auch verloren. tun? Unsere Titanen werden sie zermalmen. Ihre Titanen. Ich dachte, sie sind gegen große Schlachtschiffe. Wir sind nicht gegen große Schlachtschiffe, wir sind nur dafür, dass man die Kleinen nicht unterschätzen sollte. Auch ein So. kleiner Jäger kann einen großen Koloss zum Einsturz bringen. Naja, Ist das ein Zitat von Sun solange. Tzu? Nein, von jemand anderem.
So, wir werden jetzt mal einiges wieder verbessern und hoffen, dass durch die Forschung, die wir mittlerweile betrieben haben, unsere Flotte wieder verbessert wird. Und wir hoffen nach wie vor, dass das automatisch funktioniert, da wir selbst nicht wissen, wie wir das System am sinnvollsten ausbauen. Oh, wir haben schon wieder zu viel Nahrung. Verkaufen wir etwas. Und ich glaube, es ist für ein Reich, in dem die Bewohner nicht sterben können, es ist, denke ich, ziemlich zwecklos, eine Monarchie zu haben. Demzufolge haben wir überlegt, eine Regierungsreform anzugehen. Wie bitte? Sie sind seit Jahrhunderten ein Kaiserreich. Wie können Sie sich gegen Ihre Vorfahren so wenden? Sind Sie sicher, dass Ihr Inneres sich nicht auch verändert hat mit Ihrem Äußeren? Die Republika scheint nicht, Angst vor der Zukunft zu haben. Wir verlieren nicht die Identität der Elysianer oder der Byzantiner. Es ist nur nicht mehr zeitgemäß, jetzt noch eine Monarchie zu haben. Die Gaianer sollten das wissen. In der Tat. Nun, haben Sie denn schon Überlegungen, wohin Sie gehen möchten? Wir sind entweder Richtung Handelsunternehmen oder oligarchische Regierung. Ja. Oligarchisch ist ja wenigstens etwas näher an der Demokratie daran. Das können wir also nur für gut befinden. Der Einfluss würde natürlich schon reichen. Die Rottak haben mit den unaussprechlichen Wesen ein Defensivabkommen geschlossen. Die waren doch einstmals Feinde! Was? Es läuft hier so einiges schief in der Galaxis. Wir haben nicht mehr die Kontrolle über die Außenpolitik. Das gefällt mir ganz und gar nicht, meine Herren. Wir haben Kontrolle über alles, worüber wir die Kontrolle haben wollen. Übrigens hier diese Wesen im Yamal-System, wertes Kaiserreich Elysia, die sind uns gar nicht feindlich gesonnen. Ah doch, wir könnten die angreifen. Ha. Aber sie sind uns neutral. Vielleicht können wir sie erforschen. Wir werden sie nicht angreifen. Wir haben jetzt hier eine 30.000er Station an der Grenze zur Singularity. So, da ist ja durch die Bemühungen des Darknets schon einiges Neues an Kriminalität gibt, werden wir einen Aspekt unserer Regierung abwählen, nämlich die Naturschützer, denn diesen Zweck braucht es nicht mehr, da wir jetzt keine Konsumgüter mehr brauchen, sondern wir werden jetzt auf einen Polizeistaat umsatteln, um diese Kriminalität zu bekämpfen. Tun Sie das. Es ist immer gut, wenn Sie sich besser gegen dieses Darknet schützen können. Wir vertrauen so schon. Können wir fragen, wie viel Forschung ihr macht pro Monat? 4.500. 2.000. 4.500, auch ziemlich genau. So, wir werden jetzt mal hier die letzten Systeme, die es noch gibt. Aber wir haben noch hier ein Forschungsschiff irgendwo, oder? Die letzten Systeme erforschen. Oh, die Forschungsschiffe sind leider woanders hingegangen. Dort sollten sie gar nicht hin. Als Roboterspezies müsste es uns jetzt eigentlich möglich sein, alle Konsumgüterfabriken und Nahrungsherstellungsanlagen abzubauen und sie durch wichtigeres Zeug zu ersetzen. Das müssen Sie wissen. Wie beispielsweise Bioreaktoren. Oh, unsere Leistung ist sehr negativ. Leistung? Wir haben im Juggernaut minus 200 Energie. Das ist irgendwie nicht optimal. Ja, wir merken auch langsam. Wir hatten mal plus 500, jetzt machen wir nur noch plus 349 Energie. Ein erfolgreicher Test. Aber jetzt kann der Juggernaut gebaut werden. Wie viel kostet der denn?
Was haben wir denn hier? Ein merkwürdiger Umstand. Die Arbeiter, die wir zum Betrieb der merkwürdigen Fabrik auf Bacchus zugeteilt hatten, sind verschwunden. Was? Wir könnten neue Arbeiter losschicken, um ihren Platz einzunehmen, oder aber die Einrichtung dem Boden gleich machen. Nein, ich werde weitere Menschen schicken. Das interessiert mich. Das interessiert die Republik. Wir müssen das erforschen. Für 3500 Legierungen bauen wir jetzt halt einen Juggernaut der Parda-Basisklasse. Im Übrigen wäre es uns auch möglich, mit diesem Koloss auch einen globalen Abschirmer oder einen Neutronenbogen zu installieren. Das hieße, wir würden mit diesem Strahl keinen Planeten zerstören, sondern einen unzerstörbaren Schild um diese Welt schaffen und damit effektiv alles einsperren, was auf dem Planeten lebt. Aber der Planet wäre zumindest unangreifbar. Und die Wesen, die darauf sind, können nirgendwo anders hin? Sozusagen. Es wäre ganz gut, wenn man Naturbiotope erhalten möchte. Klingt auch faszinierend. Und der Neutronenbogen ist quasi wie der Weltenbrecher, den die Republika gesehen hat. Ja. Nur, dass bei diesem nicht der Planet zerstört wird, sondern lediglich alles Lebendige, was auf der Oberfläche ist, ausgelöscht wird. Wir verstehen. Das Pflanzenleben, das kommt dann in so 20, 30 Jahren wieder zurück. Ach so. Und alles andere ist eben zerstört. Traurig. So, die Rotag integrieren das ägyptische Großreich. Und wir wollen noch einmal darauf hinweisen, dass wir sehr interessiert wären an einem Krieg gegen die Rotag-Republik, um dieses System Pytham in unser Reich einzugliedern und grundsätzlich die Grenzen ein bisschen schöner zu gestalten. Das ist für mich keine Rechtfertigung für einen Krieg, der Millionen von Leben kosten könnte. Nun, wenn es nur Leben der Gaianer wären, was würdet ihr dann sagen? Wir würden anbieten, dass wir die alleine... Wenn wir einen Krieg alleine führen wollen, haben wir gar kein Problem mit. Nun, ihr müsst diesem Krieg halt zustimmen als Föderationsmitglied. Naja, wenn die Republik diesen Krieg will, dann sind wir sowieso überstimmt. Ja, das ist tatsächlich... Gut, dann sind wir mal wieder das Zünglein an der Waage. Wir müssen uns darüber tatsächlich unsere Gedanken machen. Flüchtige, exotische Gas. Wir müssen gerade mal unsere Ressourcen... Ich merke schon, die Republik ist sehr bei der Sache. Ja, das ist etwas problematisch. Unser Ressourcenspeicher ist wieder voll und wir haben aber wieder zu wenig exotische Teilchen. Das ist höchst komplex. Warten Sie. So, hier wollten wir wieder was kaufen. Dann machen sich jetzt unsere Eingreifflotte, unsere Kriegsflotte und unsere Hochweltallflotte. Also immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe, Union der Gaianer. Also sie wollen gegen die Rotag gehen. Das ist ein mächtiges Reich. Dem gegenüber sind wir sehr freundlich gesinnt, tatsächlich. Das ägyptische Großreich. Föderationsassoziationsstatus. Deren Flottenstärke ist sogar unseren überlegen und die Rotag grenzen unserem Reich gegenüber. Wir sind auch gegen einen Krieg. Wie gesagt, wir würden anbieten, dass wir die Hauptlast dieses Krieges schultern. Aktuell nicht. Wir wollen keinen Krieg. Wir haben entschieden. L-Cluster zum Greifen nahe, auch beim Kaiserreich Elysia. Warum das? Wir haben nichts davon gewusst, davon abgeschlossen. Sollten wir die Kenntnis über das enigmatische Tor erhalten, was meinen Sie? Wir haben nämlich eins bei uns. Wenn ich mich nicht täusche. Bin ich mir nicht sicher, um ehrlich zu das sein. Das bringt ihnen nur dann was, wenn sie tatsächlich die Ersten wären. Und das bezweifle ich inzwischen. Erkenntnisse über das enigmatische Tor Stufe 3. Wie weit ist das ungefähr? Das kann ich ihnen nicht sagen. Ja, wir erforschen es einfach mal. Sind die Terraner eigentlich... Ah, wir haben die Psionik doch schon abgeschlossen. Können wir jetzt eigentlich einen bestimmten... Nee. Hier, Verstand über Materie.
Das ist es doch, was wir wollen, oder? In der Tat. Bislang nutzen wir nämlich nur einen Bruchteil des Potenzials unseres Verstandes. Die latenten psionischen Fähigkeiten unserer Spezies beginnen jetzt erst, sich in bestimmten Individuen zu manifestieren. Die latenten, genau, Telepathie. Genau das wollen wir. Die Sithian Watchers haben uns schon lange Zeit gezeigt, was alles möglich ist, wenn man den Geist, ja, den Geist über den Verstand stellt. Wenn man den Geist über seinen Körper, über seine Befindlichkeit, über seine Bedürfnisse stellt. Was das alles möglich ist, was wir als Menschen erreichen können. Wir werden jetzt den Verstand über die Materie stellen und damit einen großen Kontrast zum Kaiserreich Elysia bilden. Denn wir, uns ist es wichtig, dass unser Geist erhalten bleibt und nicht in irgendwelche Maschinen integriert wird. Nun, sie können sich dann jedenfalls nicht von diesen Körpern lösen. Vielleicht wird das irgendwann auch nicht mehr nötig sein. Ich habe große Visionen für unser Volk. Seit den Anfängen der Republika Unitatis gab es Geschichten über mächtige Zauberer, deren Mächte man nur übernatürlich nennen konnte. Diese seltenen Menschen konnten angeblich in den Verstand ihrer Gefährten eindringen, schwere Objekte mit bloßen Gedanken anheben oder viele andere magische Leistungen vollbringen. Bis vor kurzem waren diese Geschichten nicht mehr als nur Geschichten. Nun aber haben unsere Wissenschaftler endlich schlüssige Beweise erhalten, die das psionische Potenzial in bestimmten Mensch-Individuen belegen. Zwar scheint nur eine sehr kleine Minderheit unserer Spezies über psionische Kräfte zu verfügen, doch im Laufe der letzten Jahrhunderte ist ihr relativer Bevölkerungsanteil kontinuierlich gewachsen. Unsere Wissenschaftler wissen nicht, ob dies an einem plötzlichen evolutionären Wachstumsschub liegt oder etwas anderes latente psionische Fähigkeiten geweckt hat, die schon immer in unseren Genen angelegt waren. Wir haben jetzt latente Psionika. Das Gebäude Psi-Core steht uns zur Verfügung und wir können Psi-Armeen rekrutieren. Höchst interessant. Geradezu faszinierend. Oh, wir haben noch eine archäologische Stätte gefunden. Was ist denn dieses Psi hier? Psi-Core produziert Einigkeit und reduziert Kriminalität. Wir hatten noch irgendwo einen Planeten mit Kriminalität, wenn ich jetzt wieder wüsste, wo das war. Können wir eigentlich auch alleine einen Krieg erklären? Ich denke, wir haben das mal vor langer Zeit entschieden, dass das nicht möglich ist. Ja, aber es wäre interessant, ob wir einen Angriffskrieg auch ohne die Zustimmung der Föderation führen können. Ja, das ist, ich glaube, also ich weiß es aber nicht tatsächlich. Das müssten Sie mal nachlesen. Es überrascht die Gaianer ja, dass die Republika gegen diesen Krieg ist. Zum einen wegen der unglaublich hässlichen Grenze zur Rotak-Republik, die ja eigentlich von der Republika schon bereinigt werden sollte. Zum anderen aber, und das ist noch wichtiger, weil sie sich ja darüber beklagt haben, dass die Rotak sich immer weiter an die südliche Föderation annähern. Wieso also sind sie gegen diesen Krieg? Wenn wir jetzt den Krieg erklären, werden sie sich meiner Meinung nach noch weiter an die Föderation im Süden annähern. Oder sie wird für die Föderation im Süden keinerlei Hilfe, sondern eher ein Klotz am Bein sein. Was ich, um ehrlich zu sein, bezweifle. Nun, wir nicht. Das ist schön für euch. Und dass ihr es bezweifelt, ist schön für euch. Ja. Nun, wir sind aktuell gegen einen Krieg. Das heißt aber nicht, dass wir langfristig gegen einen Krieg sind. Wir möchten erst unsere volle Kampfstärke aufstellen. Dann werden wir wieder entscheiden. Okay. Es ist, denke ich, möglich, dass deine Abstimmung eingeleitet wird. Ich möchte das ganz gerne mal ausprobieren. Dass was eingeleitet wird? Eine Abstimmung innerhalb der Föderation, ob dieser Krieg geführt werden soll. Aber eigentlich müsste das doch mit dem Föderationsgesetz geregelt sein. Aber wenn wir doch darüber abstimmen, dann sind wir doch alle zusammen im Krieg. Das haben wir doch schon öfters gehabt. Ja, richtig, aber geht es auch. Moment, ich mach das jetzt mal so. Ja, in der Tat, es ist eine Abstimmung. Okay. Ihr könnt jetzt einfach mit Nein stimmen oder mit Ja, dann wären wir im Krieg. Wovon träumen Sie nachts? Aktuell nein. Wir haben noch eine
Frage, die Morad Marauteure. Wir kennen ein gutes Ziel für Überfälle. Ah, wir haben uns nach dem vorherigen Überfall noch nicht erholt. Ist schade. Wann können wir denn das wieder machen? Wir könnten Admiräle und Generäle anheuern. Höchst interessant. Der Senat befindet sich derzeit in einer Pause. Wollt ihr eigentlich diese enigmatische Festung einmal unter die Lupe nehmen? Ja, wir sind noch dabei, die Flotte auszubauen, um das möglich zu machen. Wir hätten die Flottenstärke, um das möglich zu machen. Ja, aber diesmal wollen wir auch die die Lorbeeren dafür ernten. Wir könnten auch einfach hinfliegen. Unsere Flotte ist langweilig. Ja. Weiß nicht, dann schicken sie sie sonst wohin. So, und wir haben tatsächlich jetzt alle Traditionen abgeschlossen. Oh, dann waren sie aber schnell. Wir machen übrigens aktuell minus 32 exotische Teilchen. Minus 32 exotische Teilchen? Ja, die Union der Gaiana hat uns vor einiger Zeit mal gesagt, wir sollten auf unserem Planeten keine exotischen Teilchen fördern. Also nicht Raffinerien bauen etc. Nun, man muss natürlich die Wirtschaft auch entsprechend anpassen, entsprechend den eigenen Bedürfnissen. Wenn es jetzt nötig geworden ist, dann muss man selbstverständlich... Na, dann tun wir das doch jetzt. ...auch Raffinerieplaneten etablieren. Aber dann möglichst immer ganze Planeten. Das ist immer schwierig. Ein bisschen Konsumgüter sollten wir behalten, um sie auch an Einigkeit umwandeln zu können. Partei des Aufstiegs der Metamenschen. Die Rote Republik. Oh. Wie bitte? Die Tentakelgesichter und die Rotak haben gemeinsam eine Föderation gegründet. Oh. Das ja. ist doch nicht wahr. Damit haben wir jetzt drei Föderationen. Die einzigen unabhängigen Reiche in der Galaxie sind nur noch die Gefallenen und die Marauteure. Interessante Konstellation. Jod aktivieren psionische Fähigkeiten. Alle Jod in der ganzen Galaxie haben einen großen Wandel durchgemacht. Während ihre latenten psionischen Kräfte... Sie haben ihre Kalium-Jodid-Lösung gefunden. Richtig. Während ihre latenten psionischen Kräfte in der Vergangenheit nur in einer kleinen Minderheit aufgeblüht sind, hat nun die gesamte Spezies ihr volles psionisches Potenzial entfaltet. Ein Ursprung bei den unaussprechlichen Wesen. Nun gut. Könnt ihr möglicherweise die Singularity schlagen, Republika? Ich glaube nicht. Wir sind bei 12.000. Vor uns sind noch die unaussprechlichen Wesen und dann kommt das Kaiserreich Elysia. Dann setzt doch mal euren diplomatischen Fokus auf kooperativ. Haben wir, glaube ich, schon. Wie kommt das dann? Richtlinien? Diplomatische Haltung, kooperativ, ja. Oh, wir könnten einen Forschungsnexus bauen. Also erforschen. Ich finde es sehr interessant, dass unsere Gesandten immer noch menschlich sind. Obwohl sie eigentlich Teil unserer Hauptspezies sein müssten. Das menschliche Sein und die Erforschung des Geistes sollte das einzige große Ziel sein, unabhängig von irgendwelchen Maschinen. Aber wie das weitergehen wird, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und Valet.